Gute Unterhaltung wünscht Ihnen die Sparda Bank. Finanzen einfach und entspannt erledigen. Sparda Bank. Es ist Mittwoch, Sie schauen die Allgäu TV Nachrichten. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das haben wir heute für Sie im Programm. Ursache unbekannt, Rätsel um die Asphaltblasen auf der B16 weiterhin ungeklärt. Die Besten aus Bayern, Finale des Vorlesewettbewerbs in Memmingen. Und mit dem Volleyballprofi unterwegs. Allgäu TV-Reporter Jonas Strobel trifft Lenker Dürr. Es ist ein absolutes Rätsel, das aller Wahrscheinlichkeit nach auch ungelöst bleibt. Die Blasen der B16. Vor fast genau einem Jahr haben wir über diese kleinen Asphalthügel berichtet. Das Mysteriöse? Bis heute kommen sie immer wieder und keiner kann sich erklären, warum. Ganz nach dem Motto, außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen, ist die B16 zwischen Kaufbeuren und Biesenhofen ab heute für 3 Tage gesperrt. Denn die Blasen samt der eigentlich niegelnagelneuen Straße werden jetzt rausgerissen. Biesenhofen Richtung Kaufbeuren. Aktuell leider nicht möglich. Für 3 Tage heißt es, statt den 6 Kilometer kurzen Weg nach Kaufbeuren, bitte der Umleitung folgen. Auch wenn das einige Fahrer trotz Absperrung nicht wahrhaben wollen. Aber schon nach wenigen Metern ist Schluss mit der Straße. Grund sind, ja, immer noch die Asphaltblasen der B16. Seit mittlerweile Jahren stellen sie die Behörden und Wissenschaftler vor ein großes Rätsel. Ich würde Ihnen gerne erklären, was es mit den Blasen auf sich hat. Wir sind nur leider auch mit wissenschaftlicher Unterstützung der Technischen Universität München nicht drauf gekommen, worauf diese Blasenbildung, dieses Phänomen zurückzuführen ist. Gewiss ist nur, dass die Straße eigentlich komplett neu war, sich dann aber unregelmäßig wölbte, ohne dass man eine Erklärung dafür fand. Gefährlich war dies für Autofahrer zwar nicht, für Motorradfahrer aber sehr wohl. Darum mussten diese hier ihr Tempo entsprechend anpassen. Nach über einem Jahr Forschen, Überlegen und Grübeln dann der drastische Entschluss. Wir haben uns heuer im Frühjahr, nachdem die Blasen wieder erwarten und erstaunlicherweise auch in der kühlen Jahreszeit sich nachgebildet haben, entschieden, die Decke rauszufräsen und sind gerade dabei, eine neue Decke einzubauen. Die nur wenige Jahre alte Teerstraße kommt also weg, in der Hoffnung, dass ein neuer Straßenbelag keine Blasen mehr wirft. Rund 120.000 Euro zusätzliche Kosten, für die, ja, wer eigentlich verantwortlich gemacht wird. Da muss man konstatieren, dass die Baufirma vertragsgerecht gebaut hat. Unser Regelwerk überprüft haben. Es ist alles in Ordnung gewesen nach dem Papier. Die Blasen hatten wir zwar nicht bestellt, aber wir konnten die Ursache nicht finden. Die Firma war damit hier aus der Haftung entlassen. Wir haben nichtsdestotrotz einen gemeinsamen Weg mit der Firma gefunden, hier einvernehmlich eine Lösung herbeizuführen. Immerhin, denn die Blasen haben ohnehin schon für genug Unannehmlichkeiten gesorgt. Bleibt nur zu hoffen, dass die Blasen mit neuer Asphaltierung endgültig, sagen wir mal, geplatzt sind. Bei den heutigen Dreharbeiten konnten meine Kollegen übrigens mehrere Male beobachten, wie Autofahrer die eigentlich abgesperrte Ausfahrt des Kreisverkehrs in Biesenhofen trotzdem nutzten, obwohl die Absperrung wirklich nicht zu übersehen war. Wenige hundert Meter weiter kommen sie aber definitiv nicht durch. Es lohnt sich also, gleich der Umleitung zu folgen. Ab dem Wochenende sollte die Straße dann wieder befahrbar und hoffentlich endlich blasenfrei sein. Die meisten Senioren möchten in den eigenen 4 Wänden alt werden und wenn möglich auch dort sterben. Leider klappt das in den wenigsten Fällen. Einer Studie zufolge sterben 40% der Deutschen im Pflegeheim und 50% im Krankenhaus. Wenn man dann noch tödliche Unfälle abzieht, bleiben weniger als 10%, die ihren Lebensabend zu Hause verbringen. Doch wer sich früh genug informiert, kann mehr Zeit in seiner gewohnten Umgebung verbringen.
Margarete Neser wohnt seit 3 Jahren im Allgäu-Stift Marienpark in Kempten. Die 87-Jährige fühlt sich hier wohl. Für sie ist die Welt in Ordnung. Doch viele Senioren können sich ein Leben in einer solchen Einrichtung überhaupt nicht vorstellen. Laut einer Umfrage wollen 80% zu Hause alt werden. Wie das gelingen oder zumindest besser gelingen kann, konnten Senioren gestern in Görisried erfahren. Also es gibt in ganz Bayern in dieser Woche eine Aktionswoche zu Hause daheim, die das Bayerische Sozialministerium ausgerufen hat. Zuletzt war die Runde 2015, jetzt 2017 die zweite Runde. Und das Land, der Landkreis Ostallgäu ist in dieser Aktionswoche mit dabei, mit seiner Aktion heute hier in Görisried, wo es um selbstbestimmtes Wohnen zu Hause geht. Mit verschiedenen Aktionen, mit Gesprächen, mit Informationen rund um das Thema Senioren. An 6 verschiedenen Infoständen konnten sich die Senioren über Fragen zur Pflegeversicherung bis hin zum Thema Demenz informieren. Unter dem Slogan Hand in Hand füreinander wollen die Görisrieder im Oktober mit einer Nachbarschaftshilfe starten. Kleine technische Reparaturen erledigen, einkaufen gehen oder auch beim Kochen helfen, so wollen die Görisrieder ihre Senioren unterstützen. Im Landkreis Ostallgäu gibt es schon viele Angebote für Senioren, doch das Angebot ist nicht alles. Voraussetzung ist natürlich auf der einen Seite, dass es genügend Angebote gibt. Auf der anderen Seite müssen Sie aber auch eine bestimmte Offenheit mitbringen, weil es kommt dann jemand ins Haus. Also das heißt, Sie öffnen Ihre Tür. Und da muss erstmal die grundsätzliche Offenheit da sein, dass andere Ihnen helfen und Sie unterstützen. Die ehrenamtliche Hilfe läuft meist noch unbürokratisch ab. Komplizierter wird es, wenn es um professionelle Hilfe geht. Informationen bekommen Betroffene und Angehörige bei den Beratungsstellen des Landkreises oder den Pflegeberatern der Kassen. Aber bevor es soweit kommt, können die Senioren sich auch selbst aufs Alter vorbereiten. Naja, da können Sie als erstmal eine Wohnraumanpassung oder eine Wohnraumberatung vornehmen. Die kann mit Ihnen durch Ihre Wohnräume gehen und dann mit Ihnen überlegen, welche Möglichkeiten gibt es denn, den Wohnraum anzupassen oder Hilfestellungen einzubauen. Ja. Irgendwann ist trotz angepasster Wohnung, ambulanter Pflege und Nachbarschaftshilfe das Pflegeheim unausweichlich. Doch vielen gefällt es hier besser, als sie anfangs gedacht haben. So wie Margarete Neser. Ein angebliches Geschenk wurde für eine Familie aus Irsee zum Ärgernis. Die Familie meldete sich nämlich auf eine Zeitungsanzeige, in der eine Spielzeugsammlung zum Verschenken angeboten wurde. Die Antwort des Inserenten, die Spielsachen würden in Ungarn lagern, für den Versand muss die Familie 30 Euro auf ein ausländisches Konto überweisen, was sie leider auch tat. Die Spielsachen kamen aber nie in Irsee an. Das war bereits im Dezember. Jetzt entdeckte die Familie eine ähnliche Anzeige in der Zeitung. Sie meldete sich wieder beim Inserenten, bekam erneut die Aufforderung, den Versand zu bezahlen. Diesmal zahlte die Familie aber nicht, sondern erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt wegen Betrug. Weitere Nachrichten und Meldungen aus der Region haben wir gleich für Sie in Allgäu TV Kompakt. Radl Stadl Dickenreishausen. Mehr Auswahl, mehr Leistung, mehr Service. Radl Stadl Dickenreishausen, A7 Ausfahrt Memmingen. La Vita. Ausgereiftes Obst und Gemüse. Wertvolle Kräuter und Öle. Über 70 natürliche Zutaten. Alle Vitamine und noch viel mehr. Vereint in einer von der Wissenschaft inspirierten Rezeptur. Wir schwören auf La Vita. La Vita. Bestellen Sie direkt unter lavita.de. Für jeden das passende Rad. Radlstadl. Dickenreishausen. Radl-stadl.de. Wir bauen auf Holz. Mit Erfahrung und Leidenschaft. Modern und hochwertig. Böden, Einrichtungs- und Gestaltungsbeispiele auf 1500 Quadratmetern. Holz und Bau Esper Müller in Kaufbeuren. Ihr starker Partner für Innenausbau mit dem Naturprodukt Holz. Ich muss jeden Plan aus der Zukunft betrachten. Deshalb suche ich nach Produkten, die auch nach Jahrzehnten noch innovativ sind. Eben ganz schön Josco. Das Fenstersystem mit Weitblick. Außen ein Look in Alu, innen beliebig mit Holz oder Kunststoff kombinierbar. Mehr Infos auf josco.at. Musik.
Die Meldungen von Mittwoch, dem 10. Mai 2017. Der Fall des Brandstifters von Lindau muss erneut vor Gericht. Der Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat das Urteil jetzt aufgehoben. Wie berichtet, hatte der Beschuldigte vor etwa 2 Jahren mit einem Feuerlöscher den Gashahn aufgeschlagen und Feuer gelegt. Nur durch Glück war eine Explosion des Hauses und damit weiteren Opfer verhindert worden. Den Brandstifter fanden Feuerwehrleute damals eher zufällig. Er hatte im Gebäude ausgeharrt und war schwer verletzt. Zum Tatzeitpunkt hatte er in einem Wahn gesteckt und sich verfolgt gefühlt. Die Richter am Kemptener Landgericht hatten ihn deshalb als schuldunfähig eingestuft. Er befindet sich seit dem Urteilsspruch am 9. August auf freiem Fuß. Das könnte sich in einem neuen Prozess ändern. Die Richter am BGH halten den Mann für gefährlich. Die Stadt Lindau will am 24. Mai entscheiden, ob sie dem Tarifverbund Bodo beitritt oder nicht. Das hat die Stadtverwaltung jetzt mitgeteilt. Insgesamt tendiert die Stadt zu einem Ja, aber zum Beitritt. Vor allem müssten noch 3 elementare Punkte geklärt werden. Es fehle noch eine vertragliche Regelung zur Aufteilung der Einnahmen, so die Stadt. Außerdem sei die Frage der Mitbestimmung bislang unzureichend gelöst. Die Beantragung von Fördergeldern zur Umstellung der Fahrkartenautomaten auf das neue System mit elektronischen Tickets sei zudem erst dann möglich, wenn der Haushalt 2017 genehmigt sei. Das sei bisher nicht der Fall. Wie berichtet, will der Landkreis Lindau dem Tarifverbund mit dem Bodenseekreis und dem Landkreis Ravensburg zum Jahreswechsel beitreten. Bus- und Bahnfahren soll dann einfacher werden, weil Fahrpreise und Fahrpläne aufeinander abgestimmt sind. Für die Fahrt von Lindau nach Ravensburg ist dann nur noch ein Ticket nötig. Erneut hat es im Ostallgäu Anrufe angeblicher Polizisten gegeben. Im Display wurde sogar die Nummer 08342 110 angezeigt. Der vermeintliche Anrufer gab an, er habe gerade einen Einbrecher festgenommen und bei ihm die Telefonnummer des Angerufenen gefunden. Diese müsse er jetzt überprüfen. Danach stellte der falsche Polizist mehrere dubiose Fragen. Die meisten der Angerufenen legten daraufhin auf. Die Polizei weist darauf hin, dass diese angezeigte Telefonnummer nicht von der Polizei verwendet wird. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über An- und Abwesenheiten, Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung von Wertgegenständen. Seien Sie misstrauisch bei solchen Anrufen und geben Sie keine persönlichen Auskünfte preis. Verdächtige Anrufe melden Sie am besten umgehend der Polizei. Milchtankstellen sollen von der Mess- und Eichverordnung ausgenommen werden. Das fordert der Allgäuer Landtagsabgeordnete der Freien Wähler Leopold Herz. Derzeit würden viele Milchtankstellen von den Eichämtern die Aufforderung bekommen, Messgeräte zu installieren und für jeden Liter Milch Kassenbelege auszugeben. Das aber wäre das Aus für die Milchtankstellen, so die Freien Wähler. Sie fordern deshalb eine Ausnahmeregelung für Milchtankstellen. Der CSU-Landtagsabgeordnete Klaus Holecek will Präsident des Kneipp-Bundes werden. Der Altbürgermeister von Bad Wörishofen ist bislang einziger Kandidat. Der Kneipp-Bund mit Sitz in Bad Wörishofen ist mit rund 160.000 Mitgliedern eine der größten Gesundheitsorganisationen in Deutschland. Die bisherige Chefin Marion Kaspers-Merck tritt nicht mehr an. Über ihre Nachfolge wird am Wochenende in Koblenz entschieden. Eishockey-Zweitligist ESV Kaufbeuren arbeitet fleißig weiter am Kader für die nächste Saison. Mit Joseph Lewis vermeldet der Verein bereits den 2. Neuzugang. Der junge Außenstürmer lief zuletzt für die Star Bulls Rosenheim auf. In Kaufbeuren wird er das Trikot mit der Nummer 11 tragen. Bereits vor ein paar Tagen hatte der Verein Steven Billig von den Schwenninger Wild Wings verpflichtet. Ja, und das waren die Meldungen von heute. Schauen wir jetzt noch, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Hier der Wetterbericht. Die Handwerkskammer für Schwaben. Für ein starkes Handwerk. Die kommende Nacht wird nicht mehr so kalt wie die vergangene. Die Temperaturen bleiben bei bis zu 11 Grad deutlich über dem Gefrierpunkt. Der Mond zeigt sich dabei ab und zu durch die Wolkendecke. Morgen früh klettert das Thermometer wieder ordentlich nach oben. Am Alpenrand wird es mit bis zu 20 Grad am wärmsten. Auch die Sonne kommt immer wieder zum Vorschein.
Am Nachmittag nimmt die Bewölkung zu, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen steigen noch etwas weiter an. Es können bis zu 22 Grad erreicht werden. Auch in den Bergen zeigt sich die Sonne immer wieder durch die Wolken. Nachts bleiben die Temperaturen im positiven Bereich. Am Tage wird es überall angenehm warm. Am Gründen wird es mit 17 Grad am wärmsten. Am Freitag fällt gebietsweise Regen. Das Thermometer kann trotzdem bis zu 17 Grad erreichen. Der Samstag bleibt trocken und wechselnd bewölkt, bei Maximaltemperaturen von 18 Grad. Am Sonntag kehrt der Regen zurück. Die Temperaturen bleiben aber konstant. Als Schüler hat man ja so seine Talente und natürlich auch das Gegenteil davon. Sport und Sprachen, das konnte ich persönlich eigentlich immer ganz gut. Das Talent für Mathematik war bei mir, sagen wir mal, eher so mittelgut ausgeprägt, typisch Mädchen halt. Was die Schüler, die wir Ihnen jetzt gleich vorstellen, alles für Talente haben, wissen wir zwar nicht, aber Lesen gehört in jedem Fall dazu und, das ist ein kleiner Unterschied, auch Vorlesen. In Memmingen hat jetzt das bayerische Finale des Vorlesewettbewerbs stattgefunden. Besonders interessiert hat uns dabei die Allgäuer Finalistin Luna Barkes. Wie es ihr erging und wie sie sich geschlagen hat, Boris Weltermann war mit der Kamera dabei. Das auch Nick während seiner Spielzeit. Drei Minuten. Drei Minuten lesen. Besser gesagt, vorlesen. Diesen kleinen, aber feinen Unterschied macht man hier. Wir sind im Landesfinale des Vorlesewettbewerbs. Hier im Memminger Kleinkunsttheater Pick hat sich heute alles versammelt, was Rang und Namen hat, beziehungsweise sich erarbeitet hat. Im Finale treffen sich 16 Sechstklässler aus allen Regierungsbezirken Bayerns, die schon mehrere Vorentscheide gewonnen haben. Trotzdem ist die Aufregung natürlich groß, auch bei Luna Backes, die in Kaufbeuren zur Schule geht. Also ich bin schon noch aufgeregt. Und wie bereitest du dich hier auf so einen Tag wie heute vor? Also ich lese mir die Textstelle oft durch und dann lese ich sie auch verschiedenen Leuten vor und die geben mir dann halt alle andere Tipps und dann kann ich das alles versuchen umzusetzen. Was sind das so für Tipps? Ja, wo ich mehr Pausen machen muss, was ich betonen muss. Betonen muss man auf jeden Fall die Courage, die Luna und ihre Kollegen hier an den Tag legen. Schaut hoch, seid ganz entspannt. Vorjahressiegerin Samantha Jaschke macht den Teilnehmern Mut, aber es sind ja alles keine Anfänger. Begonnen hat alles ganz klein, in der Klasse. Dann geht es über den Schulentscheid, in den Stadtentscheid, in den Kreisentscheid, in den Bezirksentscheid. Und aus den Bezirken sind dann jeweils zwei heute beim Landesentscheid. Und die Besten sind heute dabei und heute wird die beste Vorleserin Bayerns dabei sein. Und am 21. Juni zum Bundesfinale nach Berlin eingeladen. Insgesamt haben allein in Bayern über 86.000 Schüler mitgemacht. Lauf, Kinder, lauf weg! Riefen im Rot verzweifelt. Ein weißer Pickup, der mit Holz beladen war, das gegen die Ladefläche polterte, rauschte vorüber. Als rechts von uns im Korridor des Neubaus etwas aufblitzte. Daisy, zischte ich. Taschenlampe runter! Eine unabhängige Jury bewertet die jeweils drei Minuten der Vorleser nach Betonung, Aussprache und Lesetempo, aber auch danach, wie verständlich der Text dargeboten wird. Die Schüler dürfen sich in der ersten Runde aussuchen, was sie lesen möchten. Allerdings muss es in jedem Vorentscheid ein anderes Buch sein. Avanti! Also im Klassenentscheid haben wir alle zusammen Krabat gelesen. Dann im Schulentscheid habe ich Momo gelesen. Beim Stadtentscheid Ronja Räubertochter. Dann habe ich Drachenreiter gelesen und jetzt lese ich Australien, Australien. Worum geht's da? Um einen Jungen und der soll nach Australien ziehen, aber er will gar nicht nach Australien. Und dann verirrt er sich in Australien und muss alleine wieder zu seinen Eltern zurückfinden. Und dann beginnen Lunas drei Minuten. Kakadus, Koalas, riesige bunte Schmetterlinge, Schlangen, Spinnen und Skorpione. Meine Mutter hat ebenfalls ihre Hausaufgaben gemacht. Also ich lese gerne selber, weil man dann halt irgendwie woanders ist. Und also praktisch in einer anderen Welt, aber vorlesen. Weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich gut in die anderen Rollen irgendwie reinschlüpfen kann. So.
Und dann ist die Aufregung wieder groß. Nach Berlin fahren, das wäre schon was. Was machst du, wenn du gewinnst? Mich freuen. Dann muss Luna sich wieder ein neues Buch raussuchen und wieder 3 Minuten ihr Bestes geben. Und das ist genau das, was Luna jetzt macht. Denn wir haben die Nachricht bekommen, dass sie den Landesentscheid gewonnen hat. Luna fährt also am 21. Juni nach Berlin zum endgültigen Finale, dem Bundesentscheid im Vorlesen. Auch von uns hier herzlichen Glückwunsch und wir drücken dir natürlich alle Daumen, Luna. Und wir bleiben beim Thema Talente und Nachwuchs. Die Rettenbacher Weichberg-Fuhrwerker suchen nämlich Nachwuchsmusiker für ihr Jubiläumsfest. Vom 14. bis 18. Juni feiert der Verein, der sich vor allem mit Oldtimern, Kultur- und Brauchtumspflege befasst, sein 15-jähriges Bestehen. Ein Tag davon soll ganz im Zeichen der Nachwuchsmusiker stehen. Erwartet werden bis zu 3000 Besucher, also auch noch eine tolle Kulisse. Bewerben können sich Gruppen, Solomusiker oder auch Duos und Trios. Von der Musik jetzt zum Sport, genauer gesagt zum Volleyball. Wir haben uns mit Profisportlerin Lenka Dürr getroffen. Den Beitrag dazu gibt's gleich nach einer klitzekleinen Werbung. Jahrelang litt ich an Schmerzen in den Lenken und im Rücken. Einfache Dinge waren für mich eine Qual. Dann habe ich Rubax Gelenknahrung entdeckt. Rubax Gelenknahrung ist ein einzigartiger Mikronährstoffkomplex, der Ihre Gelenke, Knorpel und Knochen mit der richtigen Nahrung versorgt. Seitdem kann ich mich wieder schmerzfrei bewegen. Ich trinke meine Gelenke einfach gesund. Rubax Gelenknahrung, jetzt neu mit Bioperin. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leid. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Egal ob für mich, im Berufsleben oder für die Familie, wir schwören auf La Vita. La Vita ist so viel mehr als nur Vitamine. Über 70 natürliche Zutaten, ausgereiftes Obst und Gemüse, wertvolle Kräuter und Öle. La Vita. Bestellen Sie direkt unter lavita.de. Hier steht der Genuss an erster Stelle. Umfangreiche Tipps zu Beauty, Wellness, Erholung, Freizeit, Sport und Gesundheit. Das Magazin zum Wohlfühlen im Allgäu und am Bodensee. Aussichtsreich. Schön, unsere Familienharmonie im neuen Haus. Wir sind eben alle aus demselben Holz. Genau wie unsere Fenster, Türen und Naturholzböden. Das ist doch ganz schön Josko. Nur bei Josko, der Josko Smart Mix. Das sind Fenster, Türen und jetzt neu Naturholzböden. Mit Weitblick harmonisch aufeinander abgestimmt. Immer mehr Informationen in immer kürzerer Zeit. Ich will Nachrichten, die wirklich wichtig sind. Egal wo sie stehen. Weil das Lesestoff ist, der mich mitreden lässt. Jedes Wort wert. Die Allgäuer Zeitung. Mein Allgäu, meine Heimat, meine Zeitung. Ihn hier kennen Sie wahrscheinlich aus unserem Programm, wie zum Beispiel aus Allgäu TV Inn. Unseren Reporter Jonas Strobel. Doch wissen Sie, wer sein Gegenüber auf diesem Bild ist? Es ist Lenka Dürr, Profi-Volleyballerin und gebürtige Allgäuerin. Im Moment ist sie wieder in ihrer Heimat und diese Gelegenheit hat mein Kollege Jonas, der übrigens selbst Volleyball spielt, gleich genutzt. Er hat sich mit Lenka getroffen und mit ihr über ihr Leben als Profi und ihren Werdegang gesprochen. Wenn man die 1,70 Meter große bzw. kleine Lenka Dürr so neben mir sieht, vermutet man nicht gerade, dass sie Volleyballprofi ist. Doch die gebürtige Allgäuerin ist schon viele Jahre in diesem Sport erfolgreich. Als Juniorin wurde sie Europa- und sogar Weltmeisterin. Außerdem 2-mal Vize-Europameisterin mit der A-Nationalmannschaft, um nur ein paar ihrer Titel zu nennen. Ihr jüngster Erfolg liegt gerade mal 2 Wochen zurück. Mit ihrem Verein, dem Schweriner SC, ist sie deutsche Meisterin geworden. Grund genug, mich mit der 26-Jährigen zu treffen. Lenka, erstmal herzlichen Glückwunsch zum
dritten Meistertitel, oder? Richtig, ja, genau. Ist das irgendwas anderes jetzt für dich? Du hast ja schon zwei, oder? Ja, ist schon anders. Erstmal sind die beiden ersten schon allein ganz schön lang her, 2008, 2010. War eine riesen aufregende Erfahrung für mich. Und jetzt allerdings auch, weil ich eine ganz andere Rolle hatte, also viel mehr Verantwortung. Ich war eigentlich der Kapitän der Mannschaft, jetzt auf dem Protokoll und im Spielfeld geht es natürlich nicht durch die Wechseleien, aber ja, war eine ganz andere Rolle. Ich hatte einen ganz anderen Status, konnte, ja, glaube ich, auch ein ganz anderes Spiel von mir selber zeigen, weil es einfach schon Jahre her ist und in der Zeit viel passiert ist. Bei unserem Treffen wird natürlich nicht nur geredet, sondern auch gesportelt. Dafür geht's für uns in die Turnhalle nach Mauerstetten. Und weil man als Volleyballprofi körperlich ziemlich fit sein muss, beginnen wir mit Krafttraining. Und das dann in der Regel auch 10 bis 12 Mal. Aber und je nachdem, ne, wie man den Winkel dann verändert, wird es natürlich auch schwieriger. Wird schwerer. Also je weiter ich an den Auffangpunkt der Schlinge gehe, wird es schwerer. Und je gerader ich natürlich werde. Dann versuche ich jetzt mein Glück. Aber da wir ja viel, oder ich vor allem auch viel so nur stehe im Volleyball, brauche ich hier diese Partie, dass ich auch schön dagegen arbeite. Man braucht immer diesen Gegenpart auch. Ne? Also jetzt war es so? Gut, genau. Also wir starten so, wir öffnen uns und nach oben und wieder zurück und nach vorne. Genau. Perfekt. Ey, wie ein Einzelne. Das war zu leicht. Merke ich schon. Okay. Deswegen gehen wir beide an den Ball, weil es soll ja um Volleyball gehen und nicht ums Krafttraining. Also schnappen wir uns den Ball. Auf geht's. Dann geht's los. Mal gucken, ob du spielen kannst. Mal gucken, ob du spielen kannst. Da bin ich auch gespannt. Ach, das sieht doch schon gut aus. Das ist einer vom Fach. Ja, das stimmt allerdings. Das ist so meine erste Spielstätte gewesen. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Was fasziniert dich denn an dem Sport Volleyball? Ja, man hat ja für jede Berührung super wenig Zeit. Es gibt viele verschiedene Techniken und eben auch im Spiel gibt es bei jedem Spielzug einfach einen Punkt, ohne dass man jetzt auf Zeit spielt und ja, das kann halt echt super spannend werden. So, jetzt haben wir genug gespielt, jetzt wird's ernst. Oha. Ich fordere dich nämlich zu ein paar kleinen Challenges raus, weil ich bin quasi genauso gut wie die deutsche Meisterin. Traust du dich? Logisch, was soll ich auch anders sagen, gell? Nee, mach mal. Dann sei gespannt. Alles klar. Was das für dramatische Aufgaben sind und mehr Infos über die Profi-Volleyballerin Lenka Dürr erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von Allgäu TV Spezial. Allgäu TV Spezial sehen Sie heute Abend erstmals um 19.45 Uhr. Die Sendung wird danach regelmäßig in unserem Programm wiederholt. Ja, und das waren die Allgäu TV Nachrichten für heute. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder mit neuen spannenden Themen. Bis dahin, Ihnen einen schönen Abend und machen Sie es gut.